Herzlich willkommen zum Chess Magazin 156. Die Top-Turniere dieser Ausgabe sind diesmal das FIDE Grand Prix-Turnier in Peking, das von Mamed Yarov gewonnen werden konnte, vor Grischuk und Topalov. Topalov steht damit gleichzeitig als Gesamtsieger des FIDE Grand Prix bereits fest und Mamed Yarov hat sehr gute Chancen, Zweiter zu werden. Nur Grischuk und Caruana können ihn theoretisch überhaupt noch überholen. Dann das Turnier in Dortmund, das Supergroßmeisterturnier, wo Michael Adams sich durchsetzen konnte und Wladimir Kramnik auf den zweiten Platz verwies. Michael Adams hat auch dazu seine Partie gegen Fabiano Caruana kommentiert. Ich musste natürlich aus Platzgründen hier für das Videoformat wieder so gut wie alle Kommentare löschen. Wie gewann er hier mit Schwarz am Zug? Drücken Sie auf Pause, lassen Sie sich ruhig einen Moment Zeit. Turm C3, Schach. Diese kleine Kombination wickelt zum Sieg ab und Adams konnte seinen Materialvorteil im Folgenden sicher verwerten. Dann das Großmeisterturnier in Biel, bei dem es ja ein Viererstechen gab, aus dem Maxim Vachier-Lagrave als Sieger hervorging vor Moisejenko, Bakro und Ding Liren. Und last not least der FIDE World Cup in Tromsø, bei dem sich Wladimir Kramnik im Finale gegen Andrejkin durchsetzen konnte. Und dahinter waren dann Tomaszewski und Vachier-Lagrave und von allen Vieren liegen kommentierte Partien für dieses Chessbase Magazine vor. So hat Wladimir Kramnik seinen fantastischen Sieg gegen Andrejkin hier ausführlich kommentiert mit dem unglaublichen Damenopfer. Und dann etwas später, hier im 41. Zug, wickelt er ab. Das ist doch recht tief und instruktiv. C7. Das gewinnt die Qualität, allerdings unter Aufgabe natürlich des riesigen Freibauern. Und der folgende Zug ist noch ganz, ganz wichtig. Turm E1. Und erst das stellt sicher, dass sich die Türme gegen die Dame durchsetzen können. Es bleibt aber noch ein fantastisch verwickelter Kampf, den Wladimir Kramnik im Detail für Sie im Chess Magazine erläutert hat. Es gibt 11 Eröffnungsbeiträge, davon 3 von 9 Autoren. Wladimir Georgiev, der mazedonische GM, präsentiert im Budapester Gambit ein Weißrezept anhand der Partie Aronian-Ivanchuk, bringt aber auch Ideen für Schwarz. Der serbische Großmeister Milos Pavlovic untersucht Spanisch mit frühem B5 und Läufer C5. Und 3 Beiträge möchte ich jetzt näher vorstellen. Peter Arnaudov ist ebenfalls ein neuer Autor und der bulgarische IM präsentiert seine Lieblingseröffnung, den Tango. Er kann natürlich am Anfang aus verschiedenen Zugfolgen entstehen. Ja, jetzt steht eine typische Black Knights Tango-Stellung auf dem Brett. Und im ersten Teil geht es jetzt um Rezepte gegen A3. Und da fand ich Folgendes besonders instruktiv. Raga Caruana, Mitropa Cup 2009. Schwarz wählt jetzt seine königsindische Aufstellung und setzt darauf, dass der Zug A3 weiß nichts bringt in diesen königsindischen Strukturen. Das war allerdings die Empfehlung von Alexander Kalifmann, sodass es natürlich sehr ernst zu nehmen ist und ganz wichtig, wie es gelöst werden soll. Und da zeigt Fabiano Caruana hier an, wie es geht. E5 und die entscheidende Pointe ist Springer D4. Das ist das A und das O dieser Version des Tangos. Ja, und dann ist Schwarz saniert, weil Springer schlägt E4 geht. Auf Springer schlägt E4, Dame A4 und auf Läufer schlägt G7, Turm E8. Und Schwarz steht schon eher etwas angenehmer, zumindest auf keinen Fall schlechter. Und Caruana konnte sich ja sogar dann gegen Raga durchsetzen. Weiterhin möchte ich besonders erwähnen, den Beitrag von Martin Bräutigam,
Eine Waffe gegen Königsgambit mit Schwarz. Naja, das ist ja nicht so nicht ungiftig. Und wenn man hier jetzt G5 spielt, die ganz prinzipielle Option, muss man relativ viel Theorie können und könnte mit allen möglichen Gambits und weiteren Opfern, wie dem Muzio-Gambit zum Beispiel, konfrontiert werden. Deswegen empfiehlt Bräutigam Springer E7. Das hat eine Doppelfunktion. Der Springer kann mitunter nach G6 gehen, um den Bauern festzuhalten, und der Springer unterstützt den Vorstoß D5. Zum Beispiel das Etienne Bacro schon mehrfach angewandt, und auch sonst wirkt es ja recht solide. Kann natürlich dann auch Zugumstellungen geben. Ob der Springer dann von F6 oder von E7 hier auf D5 zurückschlägt, ist dann ja nicht mehr so wichtig. Und ja, jetzt nach kurzer Rochade, Läufer E6, sieht Bräutigam Schwarz bereits im ja, völlig sanierten Bereich. Eher, ja, sogar schon leicht unangenehm für Weiß. Und Läufer D5 findet er auch nicht überzeugend. Sodass der Ball im Moment eher im Lager von Weiß liegt und er da mehr Arbeit leisten muss. Springer E7 ist auf jeden Fall ja ein solides System gegen Königsgambit, wo nicht so viel Theoriekenntnis von Nöten ist. Und noch ein Beitrag von Michail Krasenkov. Eine Überraschungswaffe im Spanier aus weißer Sicht anzuwenden. Und zwar, ja, hier ist ja alles Hauptvariante. Und jetzt fünftens D4. Schwarz kann in eine ganze Reihe von Fallen reintappen, wenn er es nicht genau kennt. Das untersucht Krasenkov alles ausführlich. Gut, und ansonsten könnte er jetzt mit Springer schlägt E4 hier in die berühmte Riga-Variante übergehen. Da sieht Krasenkov Weiß allerdings am Ende leicht im Vorteil. Oder Schwarz könnte das prinzipiell spielen, wie diese D4-Variante eben ist. Ja, und wenn Schwarz dann alles ganz genau spielt, dann ist das wohl auch mehr oder weniger ausgeglichen. Aber wie gesagt, es gibt viele Fallstricke und auch selbst hier in der Hauptvariante muss man ja nicht sofort Remis geben, sondern Schwarz hat das Läuferpaar. Das ist sein Trumpf. Aber dafür eine Reihe weißfeldriger Schwächen am Damenflügel und die hofft Weiß auszubeuten. Hier gleich beginnt mit A4. Also wenn Sie noch eine Überraschungswaffe da brauchen, die nicht ganz so theorielastig ist wie die spanischen Hauptvarianten, kommt fünftens D4 durchaus in Frage. Vorausgesetzt natürlich, Sie wollen das Endspiel auch spielen, was sich hier am Ende der Riga Variante ergibt. Das ist ja auch ganz bekannt. Krasenkov meint, dass die beiden weißen Leichtfiguren im Turm und den beiden Bauern doch etwas überlegen sind. Und ja, das könnte auch durchaus etwas dafür sprechen. Und ja, diese Hauptvarianten wären auch von Ihnen für Sie akzeptabel. Dann kommt das stark in Frage. Nun zu den Kolumnen. Da möchte ich besonders hinweisen, diesmal auf die Strategiekolumne von Dorian Roguzenko mit dem Thema positionelles Qualitätsopfer, die mir sehr gut gefallen hat. Mir gefällt besonders gut, wie Dorian es, Roguzenko es schafft, die Klassiker mit der modernen Praxis zu verbinden. Das möchte ich hier in einem Beispiel exemplarisch erläutern. Podojajewski Petrosjan, Moskau 1983, Meisterschaft der Sowjetunion. Was spielte Tigran Petrosjan hier? Turm schlägt E3, eines seiner berühmten Qualitätsopfer, und Schwarz hat schöne Kompensation. Der ewige feste Springer auf C5, der Angriff mit ungleichfarbigen Läufern, der weiße Läufer hat wenig Ziele. Ist gute Kompensation für Schwarz. Und dem stellt er gegenüber hier Gawain Jones, Darius Swirsch, Bundesliga Solingen-Emsdetten 2013, Schwarz am Zug, F5 oder Turm schlägt E3. Turm schlägt E3. F5 wäre nicht gut, dann kann Schwarz das Weiß das Qualitätsopfer abdecken und dann steht Weiß eher etwas besser. Es ist unangenehm für Schwarz auf jeden Fall. Nach Turm schlägt E3 ist es dagegen genau andersrum, wieder mal. Und jetzt wird der Springer
zurück ins Spiel geführt. Der Stand hat Dante auf A5 abseits. Das ist ja oft das Geheimnis des positionellen Spiels, dass man die Figuren alle optimal nutzt. Ja, und Fia hat hier steht weiß Schwarz hat doch sehr lästige Kompensation und die beiden weißen Türme kommen im Moment nicht zur Geltung und es ist auch sonst so mittelfristig nicht zu sehen, wie das geschehen soll, während man sich schon gut Szenarien vorstellen kann, in denen der schwarze Angriff am Königsflügel und das Spiel auf den schwarzen Feldern immer stärker werden. Also das ist wirklich ein sehr schönes klassisches Thema. Positionelles Qualitätsopfer und Duan Rogozenko gelingt es meiner Meinung nach hervorragend, die Klassik mit der Moderne zu verbinden, sodass man sich die Motive dann auch irgendwie besser merken kann. Oliver Reh behandelt in seiner Taktikrubrik das Thema am Rande des Abgrunds. Das betrifft dann den oder die Könige sogar. Und ja, machen Sie auf jeden Fall die Taktikaufgaben. Das kann nicht schaden. Es hält die Sinne scharf. Daniel King behandelt in seiner Move-by-Move-Rubrik die Partie Bartel Ganguly vom Großmeisterturnier Biel 2013, in der ein D6-Sizilianer zur Debatte stand, den Weiß mit Läufer B5 Schach beantwortete. In der Endspielrubrik behandelte ich Endspiele mit Dame und Leichtfigur gegen Dame und Leichtfigur im ersten Teil. Ja, und das ist, denke ich, auch ein Thema, das von der klassischen Natur etwas vernachlässigt wurde, über das man aber einiges sagen kann. Und ich untersuche auch die Frage, inwieweit gibt es da Analogien zu Turm und Leichtfigur gegen Turm und Leichtfigur. Last not least die Eröffnungsfalle von Rainer Knaack, diesmal in der englischen Eröffnung, Horváth Kantor, Budapest 2012. Es kann aber über verschiedene Zugfolgen entstehen. Das ist hier nur eine Möglichkeit. Ja, soweit kommt das ja oft vor. Auch D3 wäre hier eine naheliegende Möglichkeit. Ja, Schwarz will ein Vollzentrum aufbauen, das ist sehr ambitioniert, aber kostet auch ein bisschen Zeit. Man muss sich manchmal mit Läufer G5 auseinandersetzen. Daher vermeiden viele Spieler das und dann ist die Falle schließlich gestellt. Warum fällt Schwarz mit D5 hinein? Ja, suchen Sie da erst selbst nach einer Lösung und sehen sich dann hinterher auf der DVD die Darstellung von Rainer Knaack entweder im klassischen Format oder als Fritz Trainer Video an. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Chess Magazin 156.